Heute gibt es wieder einen richtig schönen Test auf diesem Kanal und ich würde sagen, wir starten direkt. Let's go! Moin Freunde und willkommen bei Fresh Poseidon, Gaming Booster Reviews and More. Heute wieder mit einem Level Up Video. Ich habe hier die drei neuen Energy Drinks von Level Up vor mir stehen. Die gibt es jetzt auch als Dosenform, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Level Up hat jetzt auch Energy Drinks in Dosenform rausgehauen mit Kohlensäure, weil sich das doch die Community gewünscht hat. Bin jetzt echt gespannt darauf, wie das Ganze schmeckt. Wir haben pro Dose, pro 100 Milliliter, 32 Milligramm Koffein. Das ist auch bei Red Bull und Rockstar und wie sie alle heißen auf jeden Fall so. Das Ganze ist ohne Zucker. Wir haben drei Geschmacksrichtungen. Wir haben einmal den Shiny Dragon, dann haben wir die Galaxy und natürlich auch die Nuke Edition. Das sind so die Klassiker, sag ich mal. Shiny Dragon ist, glaube ich, dabei, weil das einer der Bestseller bei Level Up ist. Und ja, Shiny Dragon schmeckt nach Lychee und Drachenfrucht. Die Nuke Edition ist, muss ich mal gucken, Limette und blaue Himbeere. Und die Galaxy soll nach Acai, Granatapfel und Heidelbeere schmecken. Bin jetzt echt gespannt darauf, wie die drei schmecken, welcher mein Favorit sein wird. Was ich gut finde, ist auf jeden Fall, dass es mit Kohlensäure ist. Wie ihr wisst, trinke ich das Ganze ja immer mit Kohlensäure. Bin jetzt aber auch echt neugierig darauf, ob das jetzt so wieder ein komplett eigener Geschmack wird oder ob das tatsächlich Richtung den Pulverdosen geht. Ich gehe mal eher davon aus, dass es ein komplett eigener Geschmack ist. Und ja, lassen wir uns auf jeden Fall mal überraschen, wie das Ganze so schmecken wird, ob da auch in Zukunft noch andere Sorten folgen werden. Aber das sind, wie gesagt, die drei Sorten, die es aktuell gibt. Die gibt es auch momentan, soweit ich weiß, nur in den Filialen. Vor ein paar Wochen gab es einmal so ein Presale, sag ich mal, für Newsletter-Abonnenten. Die konnten sich dann die Dosen schon bestellen, sag ich mal, in so 12er-Packs. Wann jetzt der offizielle Release für uns alle ist, sag ich mal, das kann ich euch nicht sagen. Ihr könnt sonst gerne mal in der Filiale bei euch fragen, ob sie die vielleicht bestellen, die Dosen. Vielleicht sind sie auch schon bestellt, ich weiß es nicht. Und ja, lieben Dank auf jeden Fall nochmal an dich, Marcello, dass du mir die Dosen zugeschickt hast. Und ja, ich freue mich jetzt drauf und würde sagen, ich mache das Ganze, ich bereite mich jetzt einmal vor und dann gibt es gleich den Geschmackstest und natürlich auch die Bewertung. Dranbleiben und bis gleich. Eine Ewigkeit später. So, dann starten wir mal mit dem Probieren. Ich habe mir als allererstes mal die Shiny Dragon aufgemacht und habe das Ganze hier mal in ein Glas gekippt. Von der Farbe her, sieht das Ganze auf jeden Fall schon mal aus wie die Pulverform, also so ein bisschen. Da ist das Blau ein bisschen intensiver. Ich bin jetzt echt gespannt auf den Geschmack und probiere das Ganze mal. Also geschmacklich erinnert mich das so ein bisschen an den Hydration Drink, nur nicht so intensiv. Also der Geschmack ist schon ganz schön leicht. Erinnert mich eher so an so ein Fitnessgetränk, nicht an einen Gaming-Drink, sag ich mal, nicht an einen Energy-Drink. Wundert mich ehrlich gesagt, weil hier ja Süßungsmittel drin sind. Muss ja sehr, sehr gering sein. Aber es schmeckt mir auf jeden Fall. Man schmeckt so ein bisschen dieses Drachenfrucht-mäßige raus. Auch so, ja, Litschi würde ich jetzt nicht sagen, aber man schmeckt so auf jeden Fall ein bisschen von der Drachenfrucht. Geschmacklich gefällt mir die Shiny Dragon ganz gut. Wundert mich, weil ich die Dose eigentlich nicht so feier. Aber hier kann man es auf jeden Fall tatsächlich gut trinken. Was ich noch sagen muss, ist, dass hier Farbstoff mit drin ist. Brillantblau, FCF. Falls sich jemand mit sowas auskennt, kann er mir ja mal sagen, ob das Ganze, wie das so der Gesundheitsfaktor bei den Farbstoffen hier aussieht. Wir haben hier nämlich bei allen drei Dosen Farbstoffe mit drin. Also wer sich damit auskennt, schreibt es mir gerne mal. Also für die Shiny Dragon würde ich auf jeden Fall vom Geschmack her eine 7 geben. Gefällt mir eigentlich relativ gut. Schauen wir mal, wie die anderen beiden Sorten so sind. Machen wir weiter mit der Nuke Edition. Ich mache von allen jetzt immer nur so ein bisschen rein, damit es nicht so viel wird. Farblich sieht das Ganze auf jeden Fall schon sehr nice aus. Schön verstrahlt, würde ich mal sagen. Ja, wenn ihr nachher auf Toilette geht und es sieht so aus, wäre auf jeden Fall witzig. Ja, schauen wir mal. Es soll auf jeden Fall nach Limette und blaue Himbeere schmecken. Oder der schmeckt noch leichter als der Shiny Dragon. Also hier hat man fast gar keinen Geschmack.
Also da musst du das Ganze schon so ein bisschen im Mund lassen, damit so ein bisschen Geschmack kommt. Also so ein bisschen die Mette schmeckt man raus. Und auch dieses blaue Himbeere, das ist ja so ein künstlicher Geschmack aus Amerika. Also es schmeckt jetzt nicht nach Himbeere. Ich kann es jetzt nicht genau definieren, wonach das eigentlich schmecken soll, aber man schmeckt beides so minimal raus, aber wirklich leicht. Also wirklich leicht. Da würde ich hier ja eine 5 für geben. Aber mehr ist das auch nicht. Ja, eine 4. Farbstoffmäßig haben wir hier Riboflavin und Brillantblau FCF auch mit drin. Also, ja. Dann kommen wir zum letzten, und zwar die Galaxy. Schauen wir mal, was das gibt. Okay, das ist jetzt weit entfernt von der Farbe, die wir bei der Galaxy-Dose haben. Ist sehr, sehr hell. Ich ahne schon Böses. Also ich ahne wirklich schon Böses, weil normalerweise ist die Galaxy ja richtig schön lila vom Farbton her. Hier haben wir eher so ein, ja, sehr, sehr helles Lila. Schauen wir mal. Also das hat jetzt noch weniger Geschmack als die Nuke. Finde ich tatsächlich gerade sehr krass, dass das alles drei so leicht ist. Gut, Shiny Dragon hatte tatsächlich von allen den meisten Geschmack. Also von allen drei Sorten enttäuscht mich die Galaxy gerade am meisten. Die Nuke fand ich jetzt auch nicht so gut im Geschmack, aber bei der Galaxy kommt fast gar nichts rüber. Dafür, dass wir hier so drei krasse Früchte drin sind, drei Geschmackskomponenten drin sind, die Acai, Granatapfel und Heidelbeere. Meine Granatapfel ist eigentlich schon sehr, sehr mächtig und schön fruchtig und schön intensiv. Heidelbeere ist jetzt auch nicht so geschmacksneutral, sag ich mal, dass das so schmecken könnte. Ja, und Acai ist eigentlich auch relativ intensiv. Dafür, dass alles drei hier drin ist, schmeckt man da sehr, sehr wenig raus. Hätte ich jetzt so nicht erwartet. Also für die Galaxy würde ich höchstens eine 3 geben, weil das echt fast nach gar nichts schmeckt. Hätte ich so nicht gedacht. Ja, also kommen wir mal zur Bewertung. Shiny Dragon kriegt von mir eine 7. Nuke tendiert zwischen 4 und 5. Galaxy kriegt von mir nur eine 3. Ja, es ist mir persönlich zu wenig. Wenn man das mal mit der Konkurrenz vergleicht, zum Beispiel, ich nenne hier lieber jetzt keinen Namen, das macht man nicht. Aber wenn man es mal mit der Konkurrenz vergleicht, natürlich gibt es auch da zuckerfreie Energy Drinks und die haben natürlich wesentlich mehr Geschmack. Es muss nicht immer pappsüß sein, sag ich mal, aber so wenig Geschmack hätte ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht erwartet. Ja, ich weiß nicht, ob es an der Kohlensäure liegt oder warum das Ganze so geschmacksleicht ist. Ihr kennt mich, ich mag es immer schön intensiv. Aber da sind wir hier weit von entfernt. Tatsächlich ist die beste Dose meiner Meinung nach die Shiny Dragon. Kommen wir mal zu einem generellen abschließenden Fazit. Zu den Dosen, braucht man es oder braucht man es nicht? Ich persönlich finde, man braucht es nicht unbedingt. Viele Leute haben sich natürlich so für Gaming Booster entschieden, weil sie halt nicht mehr diesen Dosenmüll, sag ich mal, zu Hause haben wollen. Auch wenn man die Dosen natürlich zurückbringt und seinen Pfand wieder bekommt. Trotzdem muss man sie natürlich erstmal zu Hause aufbewahren, bis man in seinen Pfand wegbringt. Das ist so der eine Punkt. Und ja, wenn man sowas rausbringt, muss es natürlich sich auch mit der Konkurrenz irgendwie messen können. Und das finde ich, können die Dosen jetzt persönlich nicht, weil sie natürlich vom Preis her auch auf dem gleichen Niveau sind, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Und dafür ist es mir persönlich einfach zu wenig. Den einzigen, den ich mir jetzt persönlich tatsächlich holen würde, wäre der Shiny Dragon, weil der den besten Geschmack hat. Die anderen beiden Sorten sind eigentlich quasi durchgefallen, weil das mir persönlich einfach zu wenig ist. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ja, aber kann man nichts machen. Das war ja auch bei den Eistee-Sorten schon so, dass die mich da so ein bisschen enttäuscht hatten. Schade. Also wirklich schade. Für die, die die Dosen feiern, seid mir nicht böse, aber ich finde, das ist mir persönlich einfach zu wenig.
Schreibt mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare zu den Dosen, wenn ihr sie schon getestet habt, wie ihr das Ganze findet. Würde mich auf jeden Fall mal sehr interessieren, ob ihr das so feiert, wie das so ist, oder ob ich irgendwie heute einen schlechten Tag habe oder so. Ich habe tatsächlich erst gedacht, irgendwie, weil ich ein bisschen erkältet bin, dass es daran liegt, dass ich nichts schmecke, aber da ich heute auch schon andere Sachen getrunken habe, wo ich dann auf jeden Fall den Geschmack geschmeckt habe, liegt es auf jeden Fall nicht daran. Wie gesagt, schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare, würde mich sehr interessieren. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Abonniert gerne meinen Kanal, wenn ihr weitere Videos von mir sehen wollt. Aktiviert auch gerne die Glocke, dann kriegt ihr immer gezeigt, wenn ein neues Video erscheint. Und wie gesagt, Daumen nach oben geben, kommentieren, abonnieren, Glocke aktivieren. Und dann seid ihr mit an Bord. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ihr wisst, was jetzt kommt. Ich bin raus. Peace.